Es geht wieder mal los. Stimme packt wieder mal die Klamotten. Beste Wetter und Richtung Dänemark geht es heute. Wollen wir mal gucken, wie wir da hinkommen, wo wir da landen, ob wir einen schönen Platz finden. Und das Ganze drumherum, bleibt dran und drückt die Daumen. Wir sind angekommen. Wir stehen 20 Kilometer, glaube ich, vor Röhm. Röhm? Röhmö? Wie heißt das? Schreibt das mal unten rein. Ich glaube, Röhm heißt das, ne? Man sagt aber immer Röhmö. Die sagen Röhmö. Wird das nicht so, auch so geschrieben? Ja, geschrieben wird das so, aber ich glaube, das wird Röhm ausgesprochen. Wir haben einen ganz netten Platz gefunden und hoffen, dass man uns hier heute in Ruhe lässt. Aber ich glaube, da haben wir auch keine Gefahr. Ist irgendwie keiner hier. Ist jetzt, ich weiß noch nicht, 6 durch. Ach nee, schon 7 durch. Und so sieht es hier aus. Hier wollen jetzt ein bisschen am Strand latschen. Ey, das Wasser ist warm, ne? Ja, dann kannst du auch duschen gehen hier jetzt gleich. Schmeiße ich hier rein in die Nordsee und dann kannst du hier duschen. Ja. Hier sieht man nochmal, wie wir schön stehen hier. Okay, wir stehen ein bisschen schief, sehe ich gerade. Dürfte heute irgendwie in diese Richtung dürfen wir wohl purzeln dann. Purzelrunde. Oder wir stellen uns noch weiter nach da. Ja, ein echt schöner Spot. Von da kommt man. Toilette ist sogar auch vorhanden. Dort. Also das ist hier irgendwie ein normaler Parkplatz. Wir werden hier auf jeden Fall pennen heute. Und hoffen, dass kein Mensch mehr kommt. Na ja gut, der eine oder andere kann natürlich noch kommen. Platz ist ja genug. Von der Seite her. Stimmt und ich werden jetzt nochmal hier eine Runde am Strand latschen. Sogar die Sonne kommt noch mal raus. Stimme ist weg. Wieder mal verschollen. Weil nun bereit, keine Stimme zu sehen. Ich kann ja nur hier Bunker verstecken, ne? Stimme macht sich schon ganz klein. Guten Morgen. Weil sie denkt, ich verfilme da wieder rüber. Guten Morgen ist ja noch richtig. Ja, ja. Ich bin's übrigens hier unter den ganzen Augenringen und Falten. Immer so aus. Ich schmeiße gleich mal hier einen Treibsand hier. Oder wie heißt das? Ah ne, das ist das Wattenmeer. Nacht war gut? Ja. Ja, schön geschlafen, schöner Platz hier. Ja, jetzt genießen wir noch ein bisschen den Morgen. Sind auch fast alle abgehauen, die hier so drumherum standen. Und wir werden nachher erstmal hier frühstücken noch und dann fahren wir mal weiter nach Röhm. In dem Sinne, Prost erstmal hier. Kaffee. Und ein Blick aus dem Fenster. Blick aus dem Fenster gibt es dann auch nochmal. Übrigens Verbotsschild. Surfen und Kiten ist hier verboten. So brave, and we could ride the tidal waves.
beim Strand. Wir sind angekommen. Riesenstrand, aber auch extrem voll. Obwohl, das ist wahrscheinlich heute noch leer. Heute spielt ja auch Dänemark gegen Finnland. Vielleicht können wir hier noch den einen oder anderen Fernseher vielleicht noch mal irgendwo abgreifen. Mal gucken, ob das klappt. Mal ein bisschen latschen hier. Dann kann man nur hoffen, dass man irgendwann hier, dass Herr Hansen nicht verschütt geht und wir ihn nicht mehr wiederfinden hier. Stimmt, oder? Wenn wir uns ja hier auf Wanderschaft begeben. Ich hab eben schon gedacht, mal eine Mütze mit. Wieder mal, ne? Wir brauchen Mützen. Wir sind alt, wir brauchen Mützen. Herr Hansen wartet schön auf uns. Und ich gehe jetzt mal der Sache auf den Grund, warum da so viele Autos stehen. Ob das vielleicht wirklich Public Viewing ist, ich kann mir das aber gar nicht vorstellen. Aber ist das ein Campingplatz? Das ist schon eigenartig. Warum stehen da so viele? Weiter brauchen wir gar nicht zu laufen. Das ist irgendeine Veranstaltung mit irgendwelchen Pferden. Kein Public Viewing. Schade eigentlich. Jo, kein Tuborg-Bier oder was trinken die hier? Der hat doch ADHS, also mal ganz ehrlich, guckt euch den nochmal an. Zu viel Sauerstoff hier. Das ist viel zu dunkel hier. Mann, da hat doch Stimme wieder die Stromrechnung nicht bezahlt. Das gibt's doch überhaupt nicht. Mann, Stimme! Will ich im Hell nicht sehen. Mann. Die will mich im Hell nicht sehen. Ah, oh, das sieht doch schon gleich viel besser aus. Gucken die ganzen Leute wieder von draußen und sagen, ey, was macht der denn jetzt? Wieso macht denn der Licht an? Ich komme mal so ein bisschen ins Licht hier. So, unser kurzer Trip neigt sich wieder dem Ende entgegen. Kleines Wochenende Röhm. Ganz schön hier eigentlich. Kann man gut machen, kann man schön hinfahren. Stimme? Jo. Jo. Total windig und stürmisch heute. Macht aber nichts. Wir trinken hier noch einen kleinen Rotkappen. Und dann geht das morgen wieder gern Heimat. Da huschen wir dann wieder durch. Mal gucken, wie die Nacht wird. Wie gesagt, ist ein bisschen stürmisch heute. Und gibt es noch irgendwas zu berichten? Stimme? Ich halte mal das Mikrofon in die Richtung hier. Man sieht mich zwar nicht, aber... Die hat doch schon wieder... Die hat... Also, nee. Leute, was soll ich sagen? Ne? Da gibt es nichts zu sagen. Da kann man nur Alkohol trinken. Oh, ey, holt den bloß ab. Nein, das ist natürlich Quatsch. Alles gut, alles Spaß hier. Ja, wir fahren morgen zurück. Wenn euch das gefallen leider haben sollte, leider, ja, natürlich. Aber es ist wirklich schön, hier mit so einem Bus durch die Gegend zu fahren. Wir sehen uns und hören uns. Und in dem Sinne, bis bald.